Feinstaub. Ach Quatsch. Baby, es ist Einkaufstour. Oh, ich hab die Mutter so süß. Gott, oh Gott. Kleine Fusselschnute. Nut, nut. Lieber drei Damen im Arm, statt drei Arme im Darm. Genau. Und damit herzlich willkommen zur Einkaufstour für Silvester 2022-2023, Leutings. Was machst du da, oh, Apfel? Da ist er ja, der Hühnerschrecke. Karlchen, Junge. Was los, mein Junge? Kannst halt auch nicht abwarten, oder was? Mensch, sexy Boy, kann man nichts sagen, du. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal ein bisschen fertig und dann drehen wir ab heute. Wird alles kaputt gehen. So, das Wichtigste ist gepackt, Junge. Schauen wir mal, guck. Meine Einkaufsliste, die von meinem Leckerschmecker Bonspech. Ja, Kohle ist schon mal gesichert. Und dann wollen wir erstmal uns auf den Weg begeben, langsam aber sicher. Uns gegenseitig die Fresse weghämmern, oder? Schön die Zähne aus dem Kopf meißeln heute. Ey, ohne Scheiß, ich bin wirklich gespannt, ne, ob es da Schlägereien gibt und so. Und ob das stimmt hier mit der Security vom Laden, Alter. Moment. Ach, oh, genau, Charlie. Jetzt, wo du es sagst, wir müssen noch ein bisschen F1 einpacken. Dankeschön. Digga, wir müssen noch ein bisschen Jugendfeuerwerk einpacken. Hier, fang. Willst du mich verarschen, oder was? Yeah. So gut, Alter, beruhig dich. Warte. So, jetzt aber hier. Na, geht doch, Alter, wir verstehen uns. Besser? Besser. Ey, Karlchen, wir sollen Nora grüßen, hab ich gehört. Machen wir das? Machen wir, oder? Na denn, an der Stelle schöne Grüße an Nora, Alter. Ich hoffe, du hattest eine geile Einkaufstour. Und wir werden nur noch loszählen, ne? Komm mit, Digga. Oha, Digga, entspann dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Der erste Schinken ist schon da, Alter. Dankeschön. Bin ich schön. Alter, und das gerade mal 10 nach 6, ey. Du bist ja auch schnell, wa? Ja, sicher. Hammerhart, ey. Geil. War doch 7 Euro, ne? Ja. Boom, Baby. Und du kommst mit heute einkaufst du, hab ich gehört, Lidl, jetzt? Alles kaputt da unten, Junge. Schönes Ding, du. Ja, gut, ja. Na dann, weiter geht das. So, Test, Test. Schade, man sieht eh nichts. Beko. Scheiß drauf, Beko. Aus dem Rewe. Oh, Alter, was ist das Scheiß Land hier jetzt? Kack. Geht klar, können wir machen. Guti, dann bist du gleich hier süß. So, da sind wir. Moin, moin. Yeah! Nach über 1000 Tagen, Leute, geht das erstmal los hier. Na klar! Erstmal zu Lidl, Alter. Ab zum Lidl, Junge! Ja, Mann! Alles kaputt schlagen, Alter! Auf jeden Fall, Alter. Ich bin echt gespannt, ob wir uns das schlagen kriegen, alle, Mann. Also, T-Punkt steht schon da. Das ist gut. Schmausi? Ja. Schmausi, der ist auch gerade wahrscheinlich da. So, ja, besser ist auch. Haben wir uns schon mal Plätze gesichert, Junge. Der will dann, naja, irgendeiner, keine Ahnung wer, aber der will doch vielleicht ein dickes Dumbumbo aufjagen. Gut, na dann, bis gleich beim Lidl. Wir sind angekommen, Leutings. Sag mal, also das ist ja der beste Plan, den wir je hatten. Zu diesem Lidl hier. Hä? Hier ist ja nichts. Nee. Hier ist ja nichts, Digga. Nee. Ich raste komplett aus. Nee. Moin, moin. So, jetzt habe ich euch auch mal hier auf Taro, Alter. Na, steht so lang? Na? Alter, das ist ja geil. Boah. Hä? Das ist ja so entspannt, Digga. Ach, da ist er ja. Moin, moin. Na? Ja gut, wir sind die einzige Bande hier. Nö, nö, ich nehme nur Füße auf, alles gut. Junge, ist das geil. Alter, nur wir am Start. Es ist nicht zu fassen. Geil, Mann. Heftig, Alter, geil. Na denn. Was machen Sachen? Ja. Jawoll, Alter! Hammerhart! Nicht schlecht, der schmeckt. Noch nicht.
Aber der kommt später, geht er nochmal auf. Zeig mal. Nochmal. Nochmal haben wir nicht. Das war der einzige leider. Nee, wirklich? Ja. Scheiße. Aber war geil, ne? Oh, mega, Digga. Hast du dich angehört, als ob der Lidl laufen hat? Fuck! Nee, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Ihr seid der Silvester der Knaller. Ja, Mann. Ich freue mich auf Silvester. Ja, geil, Mann. Ich mich auch. Fuck! Oh, der ist doch kurz davor. Fuck! Na dann, schönen Morgen noch. Endlich mal normale Leute hier. Huh? So Leute, was geht, Alter? Wird Zeit, die Schlange ist ewig lang. Bam! Und ich shoppen auf hier. Was ist 7 Uhr? Ja, ja. Er kratzt gleich aus, ja? Sehr schön. Oh mein Gott! Wie die kaputten gefocht. Na gut, ab geht er. Oh. Ey, krass, gleich aus hier. Boah. Die alle heizen, Alter. Voll krank. Aber war abzusehen. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Fire Fantasy. Bam, Rindermatch. Eieiei, Power Up, Alter, ich raste aus. Ist das krass. So, noch schön mit hier. Moin, moin. Boah. So, was haben wir noch? Ah, ne. Ich doch. Stormy. Tschüss. Ich gar nicht alles aus, ne? Das habe ich noch nicht erlebt, Alter. Ja, moin, Alter. Schade, ja. So. So sieht das schon mal aus, Alter. Mann, er packt schon mal. Aber mit dem Rest? Nö, ne? Das sind ja auf der Straße liegen. Ha? Da kann schon einen Ofen heizen. Könnte man eigentlich Feuerchen machen, ne? Ja. Also wir sammeln das ein mit blauer Mülltüte und so. Ja, vielleicht verbrennt es auch. Verbrennen ging er auch. Schöne Feuerschale. Ja. Du brauchst gerade nicht spielen für den Endsieg. Jo. Ah, ist das ein Anblick. Herrlich. Fein, ja. Feiern Sie auch Silvester mit Feuerwerk, oder? Früher sind wir auch mit dem Rucksack hier durch die Stadt gezogen. Ja? Ah, herrlich, ne? Taschen vollballern einfach und dann los. Mhm. Rakete auf die Kreuzung legen. Jawohl. Wie weit die fliegt? Ja, das ist toll, ne? Gut, 150, 200 Meter, bevor sie anfängt, in Zickzack die Leute zu verschrecken. Ich weiß, habe ich schon gesehen, sowas. Weil er mit dem Fuß halten? Wir waren ja auch mal jung, ne? Ja, na klar. Ach, da ist er ja. Moin, moin, da kommt der nächste Korb. Wobei der geht, ne? Hier sind wir hier mit einem kleinen Korb, rein, zwei Jungs. Wir haben schon fast alle Läden durch. Ja? Was jetzt schon, Alter? Ist das Zeug hier so günstig oder wieso? Oder ja, ist das spezielles Teil? Gute Auswahl halt auch und so, ne? Ja. Und günstig geht auch, klar, ja. Gibt's eigentlich noch diese Harzer, die richtig knallen? Die kleinen? Die richtigen Harzer gibt's nicht mehr. Nicht so ganz. So eine Abklatschdinger, aber die taugen heutzutage nicht mehr. Nee? Nee. So eine
Kopfdinger, aber. Ja, klar. Komm, Steve, einladen. Jo, ab geht's. Okay. Der filmt dich, einer muss sich doch filmen beim Arbeiten. Jawohl. Vielleicht sind sie auf YouTube zu hören, ne? Ist okay? Was? Vielleicht sind sie auf YouTube zu hören, ist okay? Nicht gut. Na, nicht zu sehen und zu hören. Ja? Super, alles klar, na dann schön. Hast du die Leute wirklich? Oder beschweren sich welche? Ne, ich frage lieber sicherheitshalber, ne? Ob besser ist. Aldi, Alter. Keiner drin und keiner da. Ach ja, moin. So, ab geht der Junge. Mann, oha. Ja, moin. Ich bin total lost. Das macht nichts. Lost Boy. Achtung, Lutschgefahr. Wir sind wieder am Start, hoffentlich ohne Verkaufsverbot. Ich verkaufe Haus und Hof, um zu kaufen pausenlos. Ich brauche einfach das, was ich 2 Jahre nicht hatte. Und ich gehe in jeden Laden, pack alles in meine Tasche. Alter Bam, das ist mein Leben und mein Style. Wir alle zusammen sind übertriebene Einheit. Waren 2 Jahre im Koma, jetzt bin ich auch wieder bei mir. Dieses Jahr wird abgerissen hier, oder was meint ihr? Baker und Konsorten mal wieder was auf die Kette kriegen. Und bei jedem neuen Böller einfach mal so die Fetzen fliegen. Ich bin nicht mehr nett zu ihnen, denn ich kann den Dreck nicht schießen. Nur noch Funke kann ich einfach recht genießen, recht genießen. Das ist halt mein Leben, ich bin lauter als alle. Mit ihren Schreckschusswaffen geht nichts außer Krawalle. Ihr könnt so tun als ob, doch keiner kann uns das Wasser reichen. Weit und breit gibt es keinen, der es hier mit uns aufnehmen kann. Leute, wir sind schon so gierig, wir zerschießen uns schon die Flossen. Alter, der Mann hat sich auch schon die Flosse zerruppt. Ja, sieht schon mal gut aus. 3 Sachen fehlen bei mir noch, bei Mann auch ein paar. Ja, spontaner Einkauf, Tristan, mal gucken. Lollipop gab es noch 2 Mal, 5 Mal Dynamite Back, Double Power, Fantastic Four, jo, sexy, und Vulkan, Einhornwurst. Was hat er denn hier? Sehr gut, gute Diesel. Ja doch, kann man machen, ne? Wenn es die Heavy Metal nicht gibt, dann nehme ich die auch, glaube ich. Moin Moin! So viel Zeit muss sein. So, Aldi ist erledigt, nachdem wir beim Lidl waren. Alter Falter, jetzt fängt er auch noch an zu pissen hier, ne? Richtig angenehm. Bam. Manitzki. Zum Nürnberg. Norma! Ja! Das war kaputt schlagen hier! Hat gesagt. Wir sind mit dabei, denn ihr könnt uns alle nicht einsperren. Ich breche die Regeln, Alter, das ist mir der Scheiß wert. Ein Jahr drauf gewartet und nun werde ich zünden. Ich werde es verbinden, so krass und hell, dass die Leute erblinden. Delovaki, Paul Akrobat, alles ist wieder mit dabei. Funko und die 10 Raketen, damit drehen wir richtig frei. Wir brauchen das Zeug wie zum Überleben Sauerstoff. Selbst die ganzen Kleinigkeiten brauche ich noch, brauche ich noch. Der Himmel muss leuchten und die Erde muss beben. Und wenn's nicht reicht, muss mir mein Dealer noch krassere Sachen geben. Geld ist scheißegal, ich will hier auf gar nichts verzichten. Ich will auch gar nichts übrig lassen, ich will alles vernichten. Alter Bam, die Raketen steigen hoch, Shells fliegen bis zum Mond. Ein Riesengewitter, Mann, von hier bis jetzt so hoch. Wenn der ganze Boden bebt und du merkst, dass du lebst, erst dann fließt das Pyroblut durch deine Venen. Liebe Vollwerksfans, es gibt noch gute Neuigkeiten. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat das in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes festgeschriebene Vollwerksverbot für Silvester außer Kraft gesetzt. Ein derart umfassendes Vollwerksverbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Erstmal nach dem Netto. Wir sind eine Armee, fliege nicht mehr weg, denn wir bleiben bestehen. Ihr wollt uns das Feuerwerk jetzt wieder wegnehmen, doch wir sagen euch Stopp, denn ihr könnt wieder gehen. Wir sind eine Armee, fliege nicht mehr weg, denn wir bleiben bestehen. Ihr wollt uns das Feuerwerk jetzt wieder wegnehmen, doch wir sagen euch Stopp, denn ihr könnt wieder gehen. Geht es euch genauso, ich möchte es gar nicht mehr missen. Ich möchte jeden Tag ballern, die Feuerwerksfahne hissen. Jetzt kommen einige Leute, sie nennen sich auch Politiker. Wenn ich das alles höre, sie wollen alles verbieten, ja? Pyros für ein Leben lang, das ist unsere Kultur. Es steht alles auf der Kippe, ja warum eigentlich nur? Es gibt wieder mal die Leute, die wieder mal was zu meckern haben. Feinstaub, dies und das, weil wir sie belästigt haben. Norma war okay, war Erfolg. Ja moin, machen wir einen schwarzen Netto draus. Top Explosion muss immer mit. Ja, ne? So, zum Glück wollen wir noch zum roten Netto, zum Penny, zum Thomas Phillips, vielleicht noch, und das dritte Mal rausgeflogen, diese Scheißding, ich werf das gleich weg hier. Und vielleicht noch Connys Container, weil wir noch Platz haben, hab ich gehört. Scheiße. Na, dann bis zum nächsten Laden. So, erstmal ab zum roten Netto, oder? Was ist denn hier los, Junge? Ich hab einfach zugetackert, die Möhre. Ja, dann müssen wir mal rumhören hier. Ja, wir gucken jetzt noch nach D-Bern. Ob das hier ein bisschen schallt, hab ich gehört. Das müssen wir mal schmeißen, doch. Ja. Oh, eigentlich, ich habe einen in der Tasche. Digga, ja. Ob wir noch
Böller sehen, finden, das seht ihr gleich im Anschluss. Jetzt kommt die Werbung. Mein RTL! Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobalt verzichten können, auch wieder in China. Achso. Das war die Werbung. So, willkommen zurück. Gucken wir mal, ich renne sogar freihändig, Junge. Hallo. Kleine Kinderaugen, sie funkeln in dieser Nacht. Denn allen kleinen Kindern hat das hier Freude gebracht. Wenn ihr sagt, die Pyroszene lebt noch in der Steinzeit, dann liegt das daran, dass ihr dafür noch nicht bereit seid. Diese ganzen Sachen sind mal Fakt. Wir freuen uns das ganze Jahr auf diese eine Nacht. Ihr könnt uns nicht aufhalten, das sag ich im Takt. Also lasst uns richtig abgehen, sodass es richtig kracht. Wir sind eine Armee, liege nicht mehr weg, denn wir bleiben bestehen. Ihr wollt uns das Feuerwerk jetzt wieder wegnehmen. Doch wir sagen euch Stopp, denn ihr könnt wieder gehen. Wir sind eine Armee. So, einen muss man mal verköstigen hier, ne? Aus dem roten Netto, Alter. Natürlich schnell nach Polen rübergefahren. Logisch, oder? Kann man, oha, kann man machen, Alter. Holy moly. Ist das traurig oder ist das traurig, Leute? Das hatten damals die Pyro-Cracker wahrscheinlich. Ein fucking Gramm nur noch. Ach du Scheiße, ey. Was soll das halt noch werden? So, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Da packt einer, da stibitzt einer da hinten. Ja, wie ihr gerade wahrscheinlich gesehen habt, die Böller haben echt nur noch ein fucking Gramm, ne? Traurig, aber wahr. Aber wir zwischen jetzt noch zum Thomas Philips und zum Pini. Erstmal zum Pini. Und mal gucken, wo noch, ja. Genau. So, jetzt nochmal die von Weco aus dem Rewe. Die haben tatsächlich noch 1,5 Gramm. Die aus dem roten Netto, die von Komet, 1 Gramm. Naja. Naja, aber die sind hochfrequenter, finde ich. Schauen wir mal, machen wir nochmal einen Test. Kennt ihr Glass Ass? Naja, auf jeden Fall geht's jetzt ab zum Penny dahin. Wir gehen nicht mehr weg, denn wir bleiben hier stehen. Ihr wollt uns das Feuerwerk jetzt wieder wegnehmen. Doch wir sagen euch Stopp, denn ihr könnt wieder gehen. Guten Tag. Na, ist okay mit YouTube oder? Läuft. Ja, glaube ich. Ah, hier. Oder haben sie noch? Schatzi? Ist da einer neugierig? Was hat er denn alles geholt, war der Papi? Schnuppert gut, ne? Ja, du weißt, was gut ist. Guck mal hier. Noch mehr Schnupperlis. Oh ja, gefällt dir noch nicht so, ne? Ich glaube, du brauchst die fetten Granaten, ne? Die da. Was haben wir denn noch so? Gefällt dir das? Nix so Futter, ne? Oh, so ein Scheiß aber auch, ne? Schepper Charlie. So, herzlich willkommen zur Gesamtübersicht, ihr Verrückten. Oh, aua. Ich bin noch nicht mehr der Jüngste, wa? Scheiß drauf. Huch. Schepper Charlie. Legen wir gleich mal los hier. Was haben wir denn da? Schön lecker Fire Fantasy. Lecker Schmecker Shep Edition. Auch sehr geil. Top Explosion muss dabei sein. Ultimate Mix. Was haben wir da? Rocket Clash zweimal gleich.
Einmal für den Fetten, einmal für den Buntspecht. Oh ja. Lollipop auch zweimal. Muss dabei sein, ist klar. So, dann haben wir hier was? Wie heißt denn das? Art of Light. Aus dem Aldi, dachte ich, ist ein Video wert. Oh mein Gott, hier kommen gleich noch ein paar Highlights und so. Lasst euch überraschen. Eruption, The New Beastmaster, Power Up. Ist das krass oder ist das krass? Einfach die Power Up erwischt. Tristan, Daredevil, schöne Grüße an Manager. Goldfinger, hier oben. Kleine Alien Pfeiffer Batterien, Mephistos Fire zweimal, Poison zweimal, Heavy Myrtle, der Mana Mischer, dann nochmal The Beastmaster für den Buntspecht, viermal Elysium, Stormy Flash, Pegasus dreimal, Funkenflug zweimal, da oben eine Young, die nächste krasse Besonderheit hier, Unicorn Fountain, Laser, gleich viermal mitgenommen, einmal für den Buntspecht. Eine schöne Black Ice noch, wer weiß, wie lange die noch auf dem Markt ist. Blinkvulkan, Area 51, Twister, könnte man eigentlich mal vergleichen, ne? Mal gucken. So, Big Bang, habe ich gedacht, ist eigentlich, war gar nicht mal so gut, aber Alter, das war ballerhart, die Böllermänner da drin. So, dann weiß gar nicht mehr, wie das heißt, denn das Dynamite Pack, das hier für aus dem Lidl für 2 Euro, nein, Aldi, das aus dem Lidl, ihr wisst schon, Kracherentfernung, genau. So, dann Feuerfeger zweimal, einmal Jackpot, ne, dreimal habe ich das Feuerfeger, glaube ich. Ach, was weiß ich. So, Kanonenschläge hier, Kubis, viermal. Lecker Schmecker Kubis zweimal. Riesenkanonenschläge. Riesen, oder? Na ja, gut. Ja, Double Power viermal, weil ich doll bin. Double Flash zweimal. Hier, die haben wir auch noch gefunden, alte Dinger. Ja, Norma, schönen Dank für nix. Eigentlich war ein 6er-Pack für 5 Euro angedacht, aber jo. So, dann haben wir hier zweimal die Fantastic Four, zweimal die Shootings, oder was? Sky Shot vielmehr. Ja, und dann war's das eigentlich auch schon. Alter Falter, so schnell sind fast 500 Euro weg. Ich bin total im Arsch, Leute. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Gucken. Ich bin auf eure Videos gespannt, was ihr so alles geschnascht habt. Und dann bis gestern, ihr Süßen. Oh, oder wollt ihr noch was sagen? Yeah, sheesh. War geil heute, Alter. Auf jeden Fall.